Hallo und herzlich willkommen bei Totally Nuts. Mein Name ist Pierre und ihr seid heute wieder live dabei bei einer neuen Folge von Let's Play Portal. Wir fangen einfach nahtlos da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar noch ziemlich am Anfang des Spiels, wo erstmal ein paar von den einfachen Rätseln dran waren und jetzt werden halt nach und nach neue Spielelemente hinzugefügt. Und zwar das erste jetzt hier in der Testkammer. Wo sind wir eigentlich? 6 von 19, genau. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Genau, hier haben wir also eins der von mir gerade angekündigten neuen Spielelemente. Und zwar diese Energiekugeln, die im Spiel immer dafür verwendet werden, irgendwie Stromversorgungen herzustellen oder Energie. Und zwar müssen die dafür immer hier in so einen Rezeptor gelenkt werden, was hier jetzt natürlich noch ziemlich easy ist. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ja, so ist es, das sind wir wirklich. Und das war jetzt natürlich noch total einfach gehalten, einfach nur um dem Spieler hier das Prinzip, wie es überhaupt funktioniert, nahezubringen. Und es wird dann später aber auf ziemlich lustige Arten noch ins Spiel eingebaut. Nur muss man bei den Kugeln halt echt aufpassen, weil man direkt beim ersten Kontakt einfach stirbt. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Das ist nett, dass die sich hier um unsere Sicherheit sorgen. Hier ist es auch noch relativ easy. Einfach hier die Stromversorgung aktivieren und dann müssen wir hier oben auf die Plattform. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Genau. So, schauen wir mal, was uns hier als nächstes erwartet im Spiel. Ich finde das Spiel immer noch hier noch einmal kurz im Gummizellenaufzug rumgehüpft. Ich finde das Spiel immer noch, also Portal 1, muss ich sagen, habe ich jetzt doch schon relativ häufig gespielt. Also da kenne ich mich ganz gut aus. Portal 2 wird dann ganz lustig, weil ich das tatsächlich nur einmal vor ein paar Jahren, als es rauskam, durchgespielt habe und seitdem beachten gar Sie, nicht mehr. Dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ja, hier haben wir das nächste Element, nämlich hier diese Säurekammern und so ungesund, wie es ausschaut, fühlt es sich auch an. Also wenn wir da reinfallen, sind wir auch sofort tot. So, hier können wir jetzt erstmal rübergehen. Und hier lernt man, wie man sich duckt. Das erste Mal ganz normal auf Steuerung. Okay, Glück gehabt. Der hat uns jetzt fast erwischt. Und hier müssen wir die Kugel wieder hier rüber lenken. Ah ja, okay, das war nicht so clever. Und wie man sieht, bleibt für uns auch wirklich nichts übrig. Das heißt, wir werden tatsächlich vaporisieren. So, da muss man jetzt... Ach genau, wenn die Kugel hier wieder reinfliegt, müssen wir einfach hier drüben das neue Portal aufmachen. Jetzt müssen wir nochmal warten, dass sie zurückkommt. Und dann können wir das nächste Portal hier aufmachen. Genau, jetzt müssen wir nur noch rüber. So. Oh, ich frage mich, wo immer diese leise Radiomusik herkommt. Ich fand das so, bei den ersten Malen spielen fand ich die Musik ziemlich lustig. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Aber je öfter man das Radio hört, desto weniger lustig wird's, finde ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon... Nein, noch nicht. Ich habe gedacht, dass das... Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. So, hier ist nochmal eine Kammer, wo wir nur ein Portal aufmachen können. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das Problem ist, dass wir den Würfel nicht direkt zum Schalter tragen können, weil er sich sonst direkt auflöst. Wir können aber hier durch den Würfel hier schießen. Und
zwar, Moment, ich kann das mal kurz zeigen. Also Möglichkeit 1 hier in der Kammer ist, dass man einfach von hier durchschießt und den Würfel dann hier mitnimmt. Und alternativ, also das wäre die erste Möglichkeit, alternativ kann man aber einfach hier durchgehen und dann auf der Seite einfach ein Portal aufmachen und sich den Würfel abholen. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, so sind wir. Von sowas lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. So, sehr schön. Wenn euch das mit dem Rumgehüpfe im Aufzug nerven sollte, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, dann höre ich auf. Aber bis dahin sind da noch keine Beschwerden gekommen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Impulse. Ja, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Aber hier geht es einfach nur darum, dass man von hier oben direkt drüber hüpfen kann. Genau, hier haben wir das Problem, dass wir nicht so weit springen können. Aber hier oben gibt es ein Portal. Und wir können uns jetzt praktisch hier unten reinstürzen in ein Portal und kommen dann oben wieder rausgeflogen. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Genau, so was sie gesagt hat. Und zwar ist es einfach, wenn wir oben schnell reinhüpfen, kommen wir mit derselben Geschwindigkeit wieder raus. Was man im Spiel benutzen kann, um Gegenstände oder auch sich selber lustig im Raum herumzuschießen. Schon wieder so ein Radio. Furchtbar. Hier haben wir jetzt auch hier unten ein Portal und können das jetzt benutzen, um hier oben uns wieder heraus zu katapultieren. So. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Genau so ist es. Und das nutzen wir hier auch direkt mal. Das taucht jetzt im Spiel dann wirklich noch öfter auf. Bei Portal 1, ich glaube bei Portal 2 gab es auch Stellen, wo man sich dann rumschießen muss. Aber es ist schon eine der Anwendungen der Portale, die mir am meisten Spaß macht, wenn man sich einfach durch den Raum bombt. Das ist schon ziemlich cool. So. Ja, endlich. Auf die Kammer habe ich jetzt schon die ganze Zeit gewartet, denn... Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Tatsächlich ein guter Rat. Hier haben wir nämlich das Objekt unserer Begierde, den zweiten Aufsatz für die Portal Gun, mit der wir dann unsere eigenen orangen und blauen Portale öffnen können. So. Hier geht es jetzt einfach darum, dass wir oben in den Raum rein müssen und das am einfachsten machen, indem wir hier ein Portal öffnen und warten, bis die Portal Gun hier drüben bei uns wieder eins aufmacht. So, da sind wir auch schon im Nebenraum und jetzt müssen wir nur noch die Energiekugel in den Rezeptor machen. Das könnte gerade so, ja, okay, Glück gehabt. Das hat jetzt nochmal gerade so funktioniert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis sich ein Portal an der Plattform öffnet. Genau. Jetzt können wir hier rüberfahren und unsere heiß erwartete Portkanone in Empfang nehmen. Ja. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnquartier.
ein unheimlich teures Stück Spielzeug. So, jetzt haben wir da drinnen ja ein blaues Portal erstellt. Das heißt, wir können jetzt an dieser Wand ein oranges, da haben wir es, erstellen. Und können jetzt völlig selbstständig den Raum durchqueren. Perfekt. Jetzt hat man natürlich noch einige andere lustige Sachen, die man hier machen kann. Zum Beispiel diese Endlosschleife. Das muss man am Anfang, glaube ich, immer machen, wenn man die Kanone das erste Mal findet. So, Moment, jetzt steuern wir aber kurz wieder raus und machen weiter. Auch ein ganz netter Effekt ist, dass auch vorne an der Kanone, also hier in diesem Glas und in der Lampe, sich die Farbe wechselt, wenn man die andere Portalmaterie verschießt. So, dann machen wir hier noch einen Raum mit unserer wunderschönen neuen Kanone. Bereit. Machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. So, und hier kann man es jetzt auch ganz schön sehen. Und zwar können wir jetzt hier oben ein Portal öffnen. Ich nehme meistens die Orangen als erstes. Wobei es egal ist, was man macht. Man darf es nur nicht vertauschen. Und dann schleudern wir uns hier einfach durch. Genau. So. Und dasselbe können wir mit der neuen Fallhöhe jetzt hier auch machen. Und jetzt brauchen wir allerdings noch so einen Würfel. Geronimo! Wunderbar. Den nehmen wir jetzt noch mit rüber auf den Schalter. Und dann trennt uns... Nein! Nur noch ein Sprung vom Ende der Testkammer. Versuchen wir es einfach nochmal. Ah, okay. Da hätte ich vielleicht ein neues... Prinzipiell, wie man jetzt gerade bei mir ganz gut gesehen hat, ist es immer sicherer, wenn man im Sprung nochmal ein neues Portal aufmacht, da man das dann auch sicher trifft. So wie ich hier. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt endlich unser neues Spielzeug gefunden und können hier in der nächsten Folge auf jeden Fall noch relativ viel Spaß miteinander haben. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für heute und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Portal.